25.000 Leute warten auf Pet Simulator 99 und ich bin einer davon. Ich hoffe wirklich einfach, dass es kein Kackspiel wird und wir am Ende nicht dastehen mit Pet Simulator X2, das nach 3 Monaten keine Updates mehr bekommt. Ist das schon das neue Game? Wow, wie viele Eier, Junge! Okay, jetzt sieht mir, ehrlich gesagt, erster Eindruck. Das ist ein bisschen zu sehr an Pet Simulator 2, oder bin es nur ich? Irgendwie denke ich gerade an Pet Simulator 2 und das ist keine gute Sache. Okay. Es sind die gleichen Pets. Oh nein. Es sind die gleichen Pets. Es sind die gleichen Icons. Es sind die gleichen Hoverboards. Hey, bitte. Bitte sag mir nicht. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll bis jetzt. Oh, Challenges? Das ist cool. Okay, nee, das ist cool. So Minigames, wo man Rewards verdienen kann. So auf... Welcher Simulator hatte das? Ich glaube, der Pet Swarm Simulator oder so. Das war immer cool. Oh, Unterwasserwelten, einfach indem man auch schwimmt. Das geht hier ab. Ich check schon mal gar nichts. Sieht mir aus wie ein Fake-Pet Simulator X-Game. Nee, dafür sieht es irgendwie zu clean aus. Nee, die Animationen sind cool. Nee, doch. Umso länger ich sehe, umso cooler wird's. Irgendwie. Okay, Golden Pet Maschine. Oh, haben Sie das gesehen, wie viele Welten das waren? Einfach Mining Simulator? Ja, ist das noch Pet Simulator oder ist das einfach Roblox? Hä? Was passiert hier? Das ist nicht ein Spiel, das sind 5 Spiele. Okay, es wird ziemlich viel Sachen zu tun geben, glaube ich, am Anfang. Es wird ziemlich viel zu grinden geben. So viel kann ich euch sagen. Man kann 20 Milliarden Pet-Equips... Digga, was? Was? Ich check gar nichts. Ich bin komplett überfordert. Ja, no joke. Digga, einfach so ein Lift, ein Skilift. Digga, was ist das? Oh nein, Rebirths. Oh nein. Oh nein. Was ist gerade passiert? Also, no joke, es sieht gut aus. Ich sage nur das, ich glaube, es wird gut. Und ich glaube, wir werden viel zu tun haben. Was ist euer erster Eindruck? 1 in Chat für geil, 2 in Chat für... Naja. Aber Rebirths, boah, ich weiß nicht. Es ist halt mehr Replay-Value, das stimmt. Also, ich habe lang nicht alles gecheckt. Wir haben Quests direkt. Das ist schon mal eine Sache, die wir im Pet Simulator X nicht hatten. Haben viele Simulatoren, Pet Simulator X hatte das nicht. Aber was ist das da hinten? Warte. Catch Huges from your best egg. Also so limited Huges einfach, die es aber immer nur im besten Egg gibt. Plus 2 Walk Speed. Einfach so Upgrades, aber nicht an einer Upgrade-Maschine, sondern immer so am Ende jeder Region kannst du so ein Upgrade dir holen. Zum Beispiel ein Magnet-Upgrade hier. Oh, das ist, glaube ich, ein Free-to-Play-Game? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Vor allem, wenn man hier hingeht und direkt schon mal die Robux-Anzeige sieht. Ich glaube, die haben die Robux, das Robux-Zeug für den Trailer einfach noch rausgelassen. Entweder... Weil sie es noch nicht gebraucht haben. Oder, naja, die Leute sonst direkt wieder boykottiert hätten. Kein Free-to-Play, aber besser als Pet Simulator X. Ja, was ist das hier? Einfach so ein Enchantment-Table-Ding. Kannst hier Bücher equippen, so Attribute oder so bessere Skills einfach equippen. Rank Rewards. Du bekommst ab Stufe 9 ein Hoverboard for free. Also du musst nicht payen für ein Hoverboard. Das ist schon mal gut, oder nicht? Aber die Pets sind halt die gleichen. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das schlecht finde. Mit den Shadow Griffins, Agonies. Das sind halt... Oh, die sind neu. Nee, sind die neu? Dann die Challenges. Übercool. Die sind nice. Einfach so eine Speedrun-Challenge oder was das ist. Dafür bekommt man auch irgendwelche Buffs. Keine Ahnung. Aber ich check noch nicht ganz, was dieses Mal 2 ist. Da hier, er macht 3 Eggs auf. Ach, die wirken combined in 3 von denen. Oh, okay. Zur Sichtbarkeit macht das viel mehr Sinn. Oh, nee, das ist ein schlaues System. Hat das irgendein Spiel bisher gemacht? Wenn du so 100 Eggs öffnest, aber 80 mal das gleiche ziehst, dann steht da einfach hier Jellyfish mal 80 und nicht 80 verschiedene Jellyfishes am Bildschirm verteilt. Nee, das ist geil. Okay, und das ist auch irgendwie cool mit diesen ganzen Fischen. Wäre jetzt halt nice, wenn man die fangen könnte, so auf Pokémon-Style. Du schwimmst so rein, machst so ein Battle und du wirfst einfach so einen Pokéball drauf. Das wäre halt insane. Dann hier eine Egg-Machine. Ach, das ist wie die Pet-Maschinen. Da kannst du ja weitere Egg-Opens kaufen für Gems. Also theoretisch für Robux, aber auch für Gems. Wir werden ziemlich viele Robux wahrscheinlich ausgeben, Leute.
Viele Weltendesigns auch wieder übernommen? Ja, aber nicht 1:1. Digga, was ist er? Mantis Shrimp. Sieht ja komplett krank aus. Golden Pets hat sich auch verändert. Das dauert jetzt einfach länger. Wenn du 2 Pets zu einem neuen Golden Pets machen, Pet machen willst, dann musst du einfach nur 20 Sekunden oder so warten. Oder? Keine Ahnung. Man kann fischen? Man kann angeln? Das habe ich gar nicht mitbekommen. Dann das hier ist ein Reused Asset aus der Kawaii-Welt. Und was ist das hier? Das sieht mir so aus, als wäre das einfach so ein selbst erstelltes Obby in dem Game. Das ist kein Obby, das Preston erstellt hat, oder? So mäßig auf Super Mario Wonder, wo du dann so Abzeichen freischaltest, wenn du die Obbys abschließt. Wäre cool. Dass du jeden Tag so eine andere Obby hast. Wir müssen halt dann Leute einstellen, die wirklich so, keine Ahnung, jeden Tag eine neue Obby machen. Okay, was ist das hier? Trading Plaza? Entspannt. Warte, ein Spin Wheel. Voting Booth. Crystal Chest. Requires Key. Spin Wheel, free ticket available. Dann verschiedene Items. Das sieht so wie Beeswarm Simulator aus, wo du einfach irgendwelche Items einsammeln kannst, die so aus der Luft fliegen. Keine Ahnung, was das ist. Was macht ihr? Was macht ihr? Was macht ihr? Zeig mir. Ich will sehen, was dieses Move macht. Zeig mir die Beschreibung. Increases the number of coins you earn from breakables by 60%. Okay, das ist auch schon krass. Ist schon ziemlich stark tatsächlich. Das heißt, die Bücher werden auch wichtig. Kann man dann keine Pets mehr an sich enchanten, sondern nur noch so enchantete Bücher bekommen, die man equipped? Coole Frage, ich weiß es nicht. Ja, das ist insane. Wie viel Eggs sind das? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. 70 Eggs. 70 Pets auf einmal öffnen. Krank. Und das ist insane. Es ist eine Welt mit 20.000 Areas, die einfach so nacheinander kommen. Sind das 99 Areas? Deswegen Pets 199 oder warum? Rebirth 1. Teleport? Oh. Man schaltet auch Teleport for free frei. Strength, Pets are 75% stronger permanently. Castle Key, Access to Trading Plaza, Spinny Wheel and more. Dafür brauchst du einen Rebirth? Junge. Was geht hier im Chat ab? Preston schreibt einfach, I am recording for trailer. Leave. I will kill you. Junge. Okay, Preston. Okay. Nee, ich hab Bock. No joke, ich hab Bock. Lässt du deine Pets zu Pets 199 tauschen? Was, wie lasse ich die tauschen? Keine Ahnung. Was meinst du? Pet Transfers are now ready early. Oh nein, was, nein. Bitte nicht. Oh nein. Send items to Pets Matrix. Oh nein. Hey, aber ich kann meinen Electric Slime und den hier übertragen. Eggs? Ey, ich hab keine Eggs mehr! Nein! Ich hab alles ausgegeben! Okay, ich checke. Exklusiv-Shop-Sachen und Merch-Sachen können übertragen werden. Ich bin ehrlich kein Freund davon. Ich hoffe, dass diese Pets einfach nichts wert sind. Dass man mit diesen Pets nicht so viel anfangen kann. Das ist das, was ich hoffe. Dass man die Pets haben kann im Spiel, aber dass man nicht viel mit denen anfangen kann. Ganz ehrlich, das ist meine Hoffnung. Ja, das ist... Oh, das ist scheiße. Jeder hat einen Vorteil, einfach nur, weil ich meine ganzen Pets verschenkt habe. Leute, ihr müsst mir helfen. No joke, ihr müsst mir helfen.